Hallöchen, Hallöchen. Heute sind wir mal dabei, für eine PV-Anlage einen neuen Zählerschrank zu installieren. Hier sieht man den Hack, der hier von 1979 ist. Leider haben wir hier jetzt oben ein Pen, wo wir auch keinen Neutralleiter anschließen können. Deshalb müssen wir das Ganze im Zählerschrank unten bei den Sammelschienen klemmen. Ja, und hier erstmal die NHs ziehen, weil wir die Leitung auch tauschen müssen, denn diese Leitung ist für den alten Zählerschrank und wir schließen das Ganze ja hier unten in dem Hausanschlussraum neu an und wie gesagt installieren hier eine neue Zähleranlage. Beim Ziehen der NHs immer darauf achten, dass man das mit möglichst gar keiner Last oder mit nur sehr wenig Last zieht. Das Ganze natürlich, um möglichst keinen Funkenabriss zu bekommen. Hier mal eine kleine Schutzmaßnahme, die wir immer unternehmen, wenn wir hier keine Abdeckung haben bei den alten Hack. Nehmen wir hier immer so Gummimatten, um das Ganze ein bisschen zu schützen und ein bisschen sicherer zu machen. Ja, und wie man hier sehen kann, hier hinten in der Ecke kommt dann der Wechselrichter mit dem Speichersystem hin. Und hier rechts daneben ist der ABN-Zählerschrank. Eigentlich nutzen wir ja viel lieber Hager, hatten den aber hier noch im Lager. Und hier haben wir dann die Brücke gesetzt, um das Ganze aufzutrennen vom Pen auf getrennt PE und Neutralleiter, was man eigentlich möglichst im Hack machen sollte, aber hier nicht möglich war, weil der halt zu alt war. Außerdem kann man sehen den Überspannungsableiter mit Spannungsabgriff und hier nochmal der alte Hack. Und wie man sehen kann, sollte man das Ganze nicht öffnen, denn das ist verboten. In diesem Sinne, bye bye, euer Elektro-Junkie. Bis demnächst.